Als Gamer wollen wir immer neue Herausforderungen finden, den nächsten Kick, der uns ans Limit bringt, der uns beeindruckt und uns vor dem Alltag retten kann. Aber viele gute und fesselnde Spiele gehen unter in der Ansammlung von Trends und schlechten Spielen, die heutzutage rausgepresst werden. Klassiker geraten ins Vergessen und deswegen bringe ich euch diese Kategorie, denn das müsst ihr gespielt haben. We are Viceroys. Elite Settlers serving the Scorched Queen. Als erstes beantworten wir wieder mal die Frage, für wen ist es eigentlich und was ist es eigentlich? Against the Storm ist ein flotter Roguelite City Builder, in dem man konstant unter Druck ist und dem man immer hinter den Zielen herläuft und immer gerade so, wenn man Glück hat, die Missionen schafft, die einen auferlegt werden. Und dabei trotzen wir mächtigen Stürmen und allen paar Jahren einer apokalyptischen Katastrophe, die die Welt neu formt und zerstört. Wir sind im Auftrag der Königin unterwegs, um Ressourcen zu sammeln, um diese Apokalypse irgendwie noch zu überstehen. Mit vielen neuen Mechaniken, aber auch vielen genutzten Mechaniken und wie gesagt einem extrem flotten Gameplay, das einen in einer Mission eigentlich so fesselt, weil man immer versucht, das nächste Feuer zu löschen, den nächsten Problem hinterherzulaufen und irgendwo noch gerade so die Mission zu schaffen, die die Königin gestellt hat. Im Gegensatz zu anderen City-Buildern kommt hier schon direkt als Besonderheit das Roguelite-Element hinein, denn eure Gebäude könnt ihr nicht einfach irgendwie auswählen, wenn ihr genug Ressourcen habt oder durch eine bestimmte Bevölkerungsmenge freischalten, sondern ihr müsst einfach immer aus einem zufälligen Kartenpool, sage ich mal, auswählen, welches Gebäude ihr gerade haben könnt, wollt, braucht. Also eure Strategie muss sich dem anpassen, was euch präsentiert wird. Ihr könnt auch mal rerollen, das heißt neu auswürfeln und euch neue Gebäude anzeigen lassen, aber dann seid ihr eigentlich festgefahren und müsst überlegen, was passt gerade am besten in meine Strategie. Da kann es natürlich auch ganz klar Blindgänger geben, die gar nichts bringen. Und ihr kriegt nur neue Gebäude, wenn ihr gewisse Abschnitte, also Aufträge erledigt und gewisse Abschnitte erreicht, um wieder neue Gebäude zu wählen. Auch die sind wieder zufällig. Und dieser Trend als Besonderheit des RNG setzt sich fort. Es ist kein schlimmes RNG, es ist halt eher ein Anpassen, herausfinden, welche Gebäude sind gut für uns, welche brauche ich gerade, um diese Mission jetzt zu lösen. Denn dieses RNG gibt auch jedes Jahr im Spiel einen neuen Bonus vor, aus dem ihr zufällig wählen könnt. Und auf der Strategiekarte gibt es verschiedene Merkmale, Monumente, die verschiedene Mali oder Boni geben, wodurch ihr euer Spiel je nachdem anpassen müsst und vorher wissen müsst, okay, worauf bereite ich mich jetzt vor, worauf lasse ich mich ein, sodass ihr wisst, welche Gebäude sind gerade für mich interessant. Durch diese Mechaniken schafft es Against the Storm einen sehr schnell an eine Karte zu binden. Man möchte das Problem lösen, man möchte diese Karte gewinnen und das macht es zu einem Spiel, das man unbedingt mal gespielt haben muss, denn das ist eine absolute Besonderheit. Wenn ihr das Spiel startet, startet ihr erstmal in der Schwedenstadt bzw. in dieser Strategiekarte oder auf dieser Strategiekarte. Die schwelende Stadt ist sozusagen euer Roguelite Hub, sage ich jetzt mal. Hier könnt ihr Upgrades kaufen mit verschiedenen Ressourcen, Nahrung, Maschinen und Artefakten. Die sammelt ihr durch bestimmte Missionen. Und dann baut ihr hier eure schwelende Stadt aus, die euch immer verschiedene Boni gibt. Kann man jetzt nicht alles drauf eingehen, aber zum Beispiel einzelne Gebäude, die man freischalten kann, die sofort freigeschaltet sind, die man mit auf die Expedition nehmen kann. Mehr Nahrung, mehr bessere Verkaufswerte und so weiter und so fort. Ihr seht, das ist sehr viel. Ich habe hier schon ein fortgeschrittenes Spiel, bin noch nicht ganz oben angelangt, aber bin halt hier in dieser Mitte. Und ihr seht immer die Ressourcen, die ihr braucht, um das zu erhöhen. Nahrung ist immer so die Hauptressource und die anderen beiden sind die besonderen Ressourcen, sage ich einmal. Und ihr braucht dann, könnt dann durch Taten auch Erfahrungen gewinnen, um diese Level in dieser Stadt zu erhöhen und dadurch eben neue Boni freizuschalten. Auf der Strategiekarte könnt ihr dann eure nächste Expedition auswählen. Diese Expedition gebe ich einfach an, indem ich hier über dieses Gelände gehe. Ihr seht verschiedene Farben im Gelände und diese Gelände haben verschiedene Vor- und Nachteile. Das heißt, hier sind wir im strategischen Layer. Ihr seht immer links oben die Effekte. Jetzt zum Beispiel sind sie nur grüne, das heißt nur positive Effekte. Der rote wie hier angegeben, oben links bei Effekte. Dann sind da auch negative Sachen dran. Das heißt, das erschwert das Spiel. Ihr kriegt dann verschiedene Belohnungen, wie gesagt die Nahrung, Maschinenteile oder Artefakte und so Siegel-Symbole, das hier oben, Siegelfragmente, um halt gewisse schwere Herausforderungen zu brechen. Und jedes von diesen einzelnen Monumenten, die ihr seht, und diese Fragezeichen, die angezeigt sind, geben jeweils an, hier könnt ihr nochmal besondere Herausforderungen erlangen. Die können relativ einfach sein, die können relativ schwer sein. Und dann kriegt ihr aber auch mehr Ressourcen. Wenn ich jetzt zum Beispiel vergleiche, ich bin jetzt hier direkt neben dieser Bibliothek. Hier einmal nach links, dann sehe ich, hier kriege ich nur Nahrung und diese Siegelfragmente. Hier würde ich Nahrung wesentlich mehr bekommen und auch Maschinenteile.
Das ist so der erste Teil, den man hat. Auch schon alles zufallsgeneriert. Das heißt, ihr begegnet immer neuen Herausforderungen. Und dann klickt ihr einfach mal irgendwo hin. Zum Beispiel hier jetzt in den Korallenwäldern. Drückt drauf und erhaltet diesen Bildschirm. In diesem Bildschirm seht ihr dann alle Informationen, die für eure Siedlung wichtig sein werden. Ihr seht zum Beispiel unter Bedingungen, womit man am besten immer anfängt, welche negative Effekte oder eher wie viele negative Effekte auf euch zukommen werden, wie viele positiven Effekte oder zusätzliche Effekte, welche Ressourcen die Bäume bieten können, welche natürlichen Ressourcen vorhanden sind. Ihr könnt in der Zusammenfassung sehen, wie viele Reputation ich gelangen muss, wie viel Ungeduld ich ansammeln darf, bevor die Königin sagt, nope, das war's jetzt mit deiner Siedlung. Und ich sehe, was für Belohnung ich erlangen kann und wie viel Nährboden es gibt, was auch noch recht wichtig sein kann, wenn man diese Strategie fahren will. Ich gehe dann unter Karawanen und wähle mir dann einen von diesen Anfangsbevölkerungskits, sage ich mal, aus. Da gibt es verschiedene Rassen. Es gibt die Füchse, die Harpyen, die Biber, die Menschen und die Echsen, die hier nicht angegeben sind. Alle haben verschiedene Bedürfnisse, die erfüllt werden müssen, sonst verschwinden die aus eurer Siedlung und ihr kriegt ein großes Problem. Kommen wir nachher auf der Spielkarte nochmal zu. Rechts könnt ihr dann Verladungsboni sehen. Am Anfang habt ihr natürlich nicht 8 Punkte, sondern ihr seht unten Basisverladungspunkte 3 und dürft euch gewisse Waren aussuchen, die ihr mitnehmen wollt. Und dann müsst ihr schon überlegen, okay, wie ist die Karte gestaltet, welche positiven, negativen Effekte gibt es hier. Ja, also hier unter Bedingungen kann ich gucken, was brauche ich jetzt gerade, was kommt auf mich zu. Die anderen sind leider geheim, das heißt, da müsst ihr einfach beten, dass sie nicht zu krass sind. Und dann überlegt ihr dahingehend, was nehme ich mit. Am Anfang, wie gesagt, 3 Punkte, das heißt, ich könnte jetzt zwischen die 3 Nahrungsmittel nehmen, weil Nahrung ist immer knapp, kann man gut gebrauchen. Oder ich brauche mehr Hände, nehme ich mehr Dorfbewohner mit. Das wäre alles, was ich tun muss. Überlege mir natürlich genau, wie kann ich da vorgehen und wähle dann noch meine Schwierigkeitsstufe. Zu den Schwierigkeitsstufen muss ich noch ein bisschen sagen. Ihr fangt natürlich am Anfang an mit Siedler, Pionier und so weiter. Und das verändert, seht ihr hier zum Beispiel unter Siedler, natürlich die Bedingungen massiv. Wenn ihr also noch nicht drin seid, fangt ihr nicht an, wie ich jetzt auf Prestige 4. Dazu erkläre ich gleich noch was. Sondern ihr fangt auf leicht an. Und ihr seht, wenn ich jetzt auf Pionier gehe, kommt es schon zu 3 negativen Effekten. Gehe ich auf Veteran, habe ich auch nur noch einen positiven Effekt. Gehe ich auf Statthalter, wird die Schwierigkeit immer höher. Und dann kommt Prestige 1 bis 5. Ich habe jetzt 4-mal schon gespielt. Man kann bis zu Prestige 20 gehen. Und jedes von diesen Prestigestufen gibt einen Malus dazu. Das heißt, man kann sich wirklich, und das ist ja immer ganz wichtig bei den Spielen, die ich euch vorstelle, die ihr gespielt haben müsst, maximal herausfordern. Ihr könnt mit jeder Prestigestufe kriegt ihr wirklich einen Malus dazu. Das heißt, am Ende bei Prestige 20 habt ihr 20 negative Effekte, die zusätzlich zu diesen Effekten, die wir hier sehen, die noch nicht offenbart sind, dazukommen. Das heißt, Prestige 1 zum Beispiel, da steht mehr Reputation wird benötigt, Prestige 2 mehr Reputation wird benötigt und der Sturm dauert länger, was schon mal hart ist. Sturm, da kommen wir gleich noch zu. Ja, und dann Prestige 3, es kommen Pestfeuer zu, erkläre ich auch gleich. Und so weiter und so weiter. Es gibt halt jedes Mal irgendeinen negativen Effekt zu, der kommt dazu. Der wird auch nachher angezeigt, wenn ich in der Siedlung drin bin. Dann seht ihr auch immer links unten, das zeige ich euch gleich. Das heißt, ihr könnt euch hier auch wirklich herausfordern. Ihr könnt aber auch ganz sanft erstmal starten und sagen, nee, ich will das erstmal kennenlernen, mich mal reingucken. Oder generell ist der Stress vielleicht zu hoch im Spiel. Da bietet das Spiel sehr viel Variation. Ihr könnt auch Übungsexpeditionen durchführen, sodass ihr auch ein bisschen üben könnt. Ihr seht aber auch, die Belohnungen werden natürlich geringer. Ne? Je schwächer oder je einfacher ihr euch das macht, desto weniger Belohnung habt ihr. Das heißt, in der schwelenden Stadt, in eurem Hub, sag ich mal, werdet ihr weiter vorankommen, je höher ihr die Schwierigkeitsstufe stellt. Und weniger schnell vorankommen, je geringer ihr sie stellt. Denn dann kriegt ihr weniger Erfahrungspunkte und das müsst man halt beachten. Ja, und dann befinden wir uns jetzt in der Expedition. Wie angekündigt haben wir jetzt die verschiedenen negativen Dinge dabei. Ich habe jetzt Prestige 5 gewählt. Denkt daran, ihr würdet jetzt auf einfachster Schwierigkeitsstufe 2 positive Dinge haben und 1, 2 negative Dinge. Und das wird sich dann immer weiter erhöhen, je höher ihr geht. Bei meiner Schwierigkeitsstufe habt ihr jetzt schon 5 Mali und einen Bonus nur. Die sind zufällig gewählt, wie fast alles in diesem Spiel. Darauf wollen wir hinaus, warum es halt ein Spiel ist, was man gespielt haben muss. Es bietet halt unglaublich einen Wiederspielwert durch diese Zufälligkeit, aber auch eben sehr viel Druck. Und hier unten sind alle anderen Sachen aufgelistet, die es dann noch zusätzlich gibt. Gehen wir jetzt nicht alles durch, das wäre nicht angebracht fürs Spiel vorstellen. Jetzt sehen wir hier, ich habe die Menschen, die Biber und die Harpyen erhalten. Oben sehe ich im UI immer alle Ressourcen angegeben, alles auf einen Blick. Ich kann immer genau sehen, was ich hier vorhanden habe, was ich brauche und so weiter und so fort. Fängt immer auch mit seinem Lagerhaus oder Hauptlager an. Und mit der uralten Feuerstätte. Diese Feuerstätte darf nicht verlöschen, das heißt, ihr braucht immer Brennstoff, also ihr müsst immer Holz bereitstellen. Holz ist essentiell, Holz, Kohle oder sonst was. Und das könnt ihr diese Feuerstätte am Laufen halten. Wenn die ausgeht, werden eure Leute sehr unzufrieden sein und dann abhauen, sterben und so weiter und so fort. Und das sieht immer so aus,
Natürlich habt ihr verschiedene Waldtypen, also Baumtypen, wie man schon im Intro gesehen hat. Ihr habt dann immer die verschiedenen Lichtungen, die ihr seht. Und ihr habt natürlich auch immer verschiedene Ressourcen. Aber es sieht halt immer in diesem gleichen, in dieser gleichen Weise aus. Ihr habt immer so dieses Quadrat, sage ich jetzt einfach mal, und müsst dann drumherum bauen. Dann gehen wir noch hier auf diese Lichtungen ein. Diese Lichtungen sind auch zufällig alle generiert. Und in diesen Lichtungen finden wir verschiedene Dinge. Ich zeige das auch später mal. Verschiedene Dinge, die wir halt benutzen können, um uns wieder weiterzuentwickeln, um eben nachher unser Ziel zu erreichen. All diese Reputationspunkte, die ihr unten in der kleinen Leiste seht, zu erfüllen. Erst dann, wenn dieser Reputationspunkt, der letzte hier unten erfüllt ist, habe ich gewonnen. Vorher kann ich das Spiel nicht gewinnen. Habe ich die Ungeduld hier, wie ich eben schon mal erwähnt hatte, voll, werde ich wieder den Totenkopf, wie auch sehr schön symbolisiert, besiegt und muss die Karte neu anfangen. Und dann gibt es bei den Lichtungen gibt's ja noch Unterschiede. Die bringen halt, wie gesagt, Vorteile, die vor allem die kleinen. Aber dann gibt es auch noch große, das sind die gefährlichen Lichtungen. Und dann gibt es noch die riesigen, verbotenen Lichtungen. Es gibt sogar ein neues Symbol mittlerweile. Das heißt, wir können unterscheiden hier zwischen relativ gefährlichen Ereignissen, die wir lösen müssen. Wenn wir dafür die Ressourcen nicht haben, haben wir ein Problem. Und dann gibt es die richtig gefährlichen und fast schon tödlichen Ereignisse. Wenn die durchlaufen, die die nicht beseitigen können, dann habt ihr das Spiel halt verloren. Auch das alles zufällig generiert, was ich brauche, was da jetzt kommen kann. Da gibt es verschiedenste Events, wie so ein Riesenmaulwurf. Da gibt es so eine Verpestung von Würmern und so weiter und so fort. Das müsst ihr dann lösen. Ihr müsst nicht unbedingt so eine Lichtung aufmachen. Außer ihr kriegt vielleicht so Aufgaben, wozu ich gleich noch komme. Aber es bringt halt natürlich dickere Ressourcenknoten, bessere Ressourcen und so weiter und so fort. Was natürlich das Spiel immer wieder so, wie gesagt, hier ist wirklich Motto Druck pur und Risk Management. Na, ihr müsst überlegen, was kann ich mir jetzt gerade erlauben, was muss ich auch kriegen? Brauche ich diese Lichtung, um irgendwie noch Nahrung zu kriegen, weil sonst sterben meine Leute einfach? Oder kann ich mit dem, was ich habe, gut, solide klarkommen? Dann gibt es dann Runden, durch die ihr halt durch solche Lichtungen euch selbst erhalten könnt. Es gibt andere Runden, da seid ihr wirklich im Time Limit, weil ihr wisst, wenn ich jetzt nicht irgendwas finde, werde ich keine Nahrung mehr bekommen und das Spiel ist zu Ende. Wo ich dann einen späteren Verlauf des Spiels mal zeige, wie gesagt, so eine halbe Stunde, Stunde, das geht relativ schnell, kommt man weit ins Spiel voran, kann ich einmal zeigen, wie dieses Menü aussieht. Das ist das, was ich am Anfang erwähnte. Ihr kriegt immer zufällig 4 Karten. Ich glaube, am Anfang können es auch 3 sein, man kann es auch erhöhen, ist ja egal erstmal, die ihr zufällig hier euch irgendwie Gebäude präsentiert. Und ihr müsst dann überlegen, okay, was brauche ich jetzt? Was bietet meine Karte? Das könnt ihr immer hier oben links sehen. Für Ressourcen, was kann ich jetzt aus diesen Gebäuden machen? Da gibt es ganz klar Favoriten, da gibt es ganz klar Gebäude, die sollte man am Anfang nicht wählen. Es gibt ganz klar Gebäude, die sollte man am Anfang wählen oder auf die sollte man hinarbeiten, weil die ein stabiles Management ermöglichen. Aber es ist halt rein zufällig und ihr könnt es bei meiner Schwierigkeitsstufe gar nicht mehr zurücksetzen, ohne es zu bezahlen. Ihr habt dann, glaube ich, auf niedrigen Schwierigkeitsstufen 1 bis 2 Rücksetzungen, wo ihr sagen könnt, okay, das bringt mir gar nichts, diese 4 Gebäude sind Müll, ich brauche was anderes. Am Anfang guckt man zum Beispiel, brauche ich jetzt Baumaterial, will ich das Baumaterial verkaufen, will ich Handelswaren haben, will ich mehr Nahrung haben. Ihr habt jetzt Nieselregen, Jahr 1, danach kommt der Sommer und dann der Sturm. Ihr habt hier oben die Feindseligkeit, das ist so ganz zentral. Jedes Jahr, und das ist auch wieder, warum dieser Druck in diesem Spiel so hoch ist, jedes Jahr erhöht sich die Feindseligkeit. Das heißt, das Spiel zwingt einen dazu, mach hinne, gib Gas, komm schon, tu was. Nicht nur durch die Ungeduldspunkte, sondern auch durch diese Feindseligkeit. Und ihr seht, jede kleine Lichtung gibt mehr Feindseligkeit. Jede große Lichtung gibt mehr Feindseligkeit. Jede Dorfbewohner Feindseligkeit und so weiter und so fort. Und das ist stackt sehr gut. Und je mehr von dieser Feindseligkeit ich habe, desto mehr von den bösen oder negativen Sachen treten ein. Und desto weniger Zufriedenheit haben die Bevölkerung, hat die Bevölkerung. Und die Bevölkerung hat bestimmte Bedürfnisse. Diese Bedürfnisse sollten wir möglichst erfüllen, weil wenn ich immer mehr Feindseligkeit ansammle und dann auch der Sturm daran ist, der eh schon eine gewisse Minusentschlossenheit gibt, werde ich auf jeden Fall immer mehr Bevölkerung verlieren. Das heißt, ihr müsst dann gucken, was kann ich hier für Bedürfnisse erfüllen. Zum Beispiel wäre jetzt bei den dreien hier, die brauchen alle Kleidung, sehr sinnvoll am Anfang durch diese Gebäude hier irgendwo Kleidungsproduktion herzuholen und die dann solide produzieren zu lassen. Weil sonst werden die relativ schnell nach 1-2 Jahren unglücklich werden. Ihr seht auch, die Menschen starten immer mit höherer Entschlossenheit, wenn die HP mit extrem niedriger Entschlossenheit starten. Dafür kann man sie leichter zufriedenstellen. Denn wenn die eine gewisse Schwelle überschreiten, dann kriegt ihr auch hier unten Reputation dazu, könnt euch nachher neue Gebäude wählen, könnt also auch nicht nur durch die Aufträge, die ich euch gleich zeigen werde, sondern auch durch die Bedürfniserfüllung oder diese Zufriedenheit eurer Bevölkerung könnt ihr auch diese Reputationspunkte erringen. Gerade bei höherer Schwierigkeitsstufe braucht ihr beides.
Ihr werdet es nicht schaffen, nur mit dem einen oder anderen vorzugeben. Auf niedrigen Schwierigkeitsstufen könnt ihr einfach nur ein paar Aufträge erfüllen und kriegt es relativ gut hin. Könnt also einen sanften Start hinkriegen. Ein paar Sekunden weiter habe ich ein Layout gestellt und dann kriegt ihr sofort die nächste zufällige Entscheidung, die ich euch zeigen will, um das Spiel richtig vorzustellen. Erstmal habt ihr immer die Möglichkeit, hier einen Grundstein auszuwählen. Dieser Grundstein ist das, was ich am Anfang erwähnte, auch als Kartenwahl. Ihr habt 4 Karten zur Verfügung und könnt dann überlegen, wie will ich meine Siedlung, denn dieser Buff ist dauerhaft stärken. Ja, und dann habt ihr die Möglichkeit zu sagen, hey, 35% mehr Holzfällerproduktion, ich kriege hier mehr Handelswaren, ich kriege leichter oder weniger Feindseligkeit, die Sachen kriegt das und das. Also ich will auch da wieder nicht genau darauf eingehen. Aber da sind halt verschiedenste Möglichkeiten. Auch hier könnt ihr zurücksetzen. Ihr könnt es auch abbilden. Dafür kriegt ihr dann ein bisschen Bernstein. Das ist die Handelswährung hier, also das Geld im Prinzip. Und ihr könnt zurücksetzen und andere Sachen suchen. Es gibt da auch wieder ganz klare Favoriten. Aber die variieren sehr stark, auch je nachdem, welche Rasse habe ich jetzt hier. Welche Gebäude habe ich zur Verfügung und so weiter. Das heißt, das bietet einem immer was Neues. Und die ideale Lösung kriegt man sehr selten. Dann kriegt man natürlich auch eine smooth Map, eine sehr gute Map, die man leicht durchspielen kann, ist aber eher unwahrscheinlich. Das ist auch da wieder der RNG-Aspekt, der einen Vorteil ergibt, damit man gegen diese Feindseligkeit, die immer weiter steigt, doch wenigstens noch irgendwie angehen kann. Zum Beispiel wäre jetzt sowas wie Holzfällerproduktion nie schlecht, weil man dann einfach mehr Brennstoff bekommt. Und ansonsten baut man sich hier die Geschichte auf und wird dann aufgefordert, hey, hier gibt es Aufträge. Dann habt ihr immer diese Täschchen dazu, das sind halt Kuriersäcke, wo Nachrichten von der Königin sind. Und dann geht ihr darauf rein und dann habt ihr immer 2 Aufträge zur Auswahl. Manchmal 3, das kommt aber erst im späteren Spielverlauf. Die sind dann timed, die Missionen. Und da bin ich ehrlich gesagt fast nie ein Fan von. Da habt ihr eine gewisse Zeit im Spiel, diese Sache zu erfüllen. Sonst kriegt ihr gar nichts. Wenn ihr es schafft, kriegt ihr aber meistens mehr Belohnung. Ist aber wirklich knackig. Ihr habt ihr 2 Sachen dann zur Auswahl. Hey, liefer mir bitte 6-mal Leuten dann das Feuer. Damit kann ich solche Pestfäulen verbrennen. Diese Pestfäulen kommen nur, wenn ich Regenwasser einsetze. Dieses Regenwasser ist wie so ein Strom oder sowas, was die Produktion erhöht. Gehe ich auch nicht näher darauf ein, würde einfach zu weit führen. Aber die kann man damit halt verbrennen. Damit hält man das Ganze am Laufen. Wenn man die nicht verbrennt, kann die Welt oder diese Map untergehen und dann verliert man das Spiel. Jetzt müsste ich das einfach liefern, könnte dann nachher das annehmen und dann liefern. Dann kriege ich immer meinen Vorteil, zum Beispiel die Ölproduktion würde sich erhöhen, ich würde 2 Bevölkerung bekommen und 20 Steine. Selbe Prinzip hier mit Werkzeugen. Ne? Müssen wir jetzt auch nicht alles durchgehen. Ich nehme jetzt einfach mal das hier, um zu zeigen, jetzt wird der Auftrag hier angezeigt. Sobald ich die Ressourcen habe, kann ich hier einfach auf Beenden klicken und habe die Mission erfüllt. Relativ einfach, die Missionen werden aber immer schwerer, je weiter man geht. Man muss zum Beispiel auch hier Lichtungen einsetzen oder freischalten und so weiter. Auch das alles komplett random. Da gibt es alles Mögliche. Hier sieht man zum Beispiel einen von diesen Timed-Aufträgen. Da müsste ich die Harpion-Erschlossenheit jetzt innerhalb von ein paar Minuten auf 18 bringen. Extrem schwer. Würde aber dafür eben so eine recht gute Fähigkeit bekommen, dass ich einen ständigen Kräuternachschub kriege. Dann überlege ich halt, was will ich als Belohnung, was brauche ich gerade. Eine Produktion erhöhen ist immer sehr mächtig. Vielleicht mehr Leute, mal mehr Stoff, mehr Nahrung und so weiter. Und was kann ich vor allen Dingen auch gut leisten? Vielleicht kann ich hier jetzt über Handelswege und Feldfruchtpakete vielleicht etwas angehen oder will lieber irgendwie diese Erze hier liefern. Ich wähle jetzt einfach nur mal aus, denn dann sehen wir natürlich die Handelswege, kann man hier oben finden. Ihr könnt einfach Ressourcen geben, braucht jeweils ein Proviantpaket und verkauft es. Und da könnt ihr auch das Spiel drüber gestalten. Also ihr könnt die Aufträge auf verschiedene Wege lösen, zum Beispiel indem ihr sie nachher auch von Händlern kauft, über den Handelsposten kommen und dann hier Waren halt verkauft, sodass ihr genug Bernstein habt von den Händlern, die hier immer nach einer gewissen Zeit ankommen, Sachen zu kaufen, sodass ihr da euch irgendwie eine andere Strategie fahrt. Also es ist eine sehr große Variation. Trotz des RNG könnt ihr noch immer sehr gut mit den Dingen, die ihr habt, dann in verschiedene Richtungen arbeiten, was schon das absolutes Alleinstellungsmerkmal ist. Jetzt seht ihr gerade, was ganz gut, wir sind in den Sommer übergegangen. Das heißt, jetzt ist die Jahreszeit gewechselt. Im Sommer würde geerntet werden, bringt uns jetzt erstmal nichts. Im Nieselregen wird immer angesät oder gesät und im Sturm, ja gut, da hoffen wir, dass wir überleben und notfalls können wir, wenn wir nicht überleben, das zeige ich euch gleich auch nochmal, hier dann Opferungen darbringen, damit wir versuchen, zumindest die Entschlossenheit unserer Bevölkerung hoch genug zu halten, damit sie nicht abhauen. Kurz vorm Sturm habe ich dann jetzt mal eine gefährliche Lichtung geöffnet, Tipp, macht das niemals, um euch zu zeigen, wie das Ganze aussieht. Ihr seht jetzt bei der gefährlichen Lichtung ganz viele neue Dinge mit Ausrufezeichen drüber, die verschiedene Optionen bieten. Es gibt immer eine Gefahr, das wäre das hier, eine dampfende Maschine. Die gibt immer an, nach 9 Minuten passiert was sehr Schlechtes. Manchmal sind die Sachen sehr schlimm, manchmal sind sie ganz okay. Hier zum Beispiel würde einfach nur alles im Feld
in diesem Feld, was man hier grün sieht, halt zerstört werden, ist nicht ganz so gravierend. Und wenn ich das jetzt aber reparieren oder niederreißen will, brauche ich verschiedene Ressourcen. Ich habe immer Optionen, welche Ressourcen, auch das ist wieder zufällig, ich jetzt gebrauchen kann, um das zu beenden. Das sowohl zu reparieren kann ich entscheiden, dann kriege ich diesen behelfsmäßigen Extrahierer. Oder ich kann es halt niederreißen. Das sind immer die Optionen, die ich habe. Zwei Dinge, die sind immer angegeben. Manchmal gibt es Reputation dafür. Mal Gebäude, wie hier jetzt. Mal gibt es Ressourcen. Beim Niederreißen gibt es eigentlich immer eine Ressourcen. Und so weiter und so fort. Dann gibt es hier zum Beispiel ein Gebäude. Das kann ich dann auch wieder neu bauen. Das heißt, man hat sehr viel zu erkunden und zu tun. Bei diesem Neubau kann ich dann das Gebäude verwenden. Dieses Gebäude kann mir dann neue, wie jetzt Trainingsausrüstung und so weiter, Waren produzieren. Außerdem finde ich hier sowas wie so ein Versteck und so weiter und so fort, wo ich immer verschiedene Ressourcen abgeben muss, um dann eben die jeweiligen Bedingungen zu erfüllen und dann die jeweiligen Belohnungen zu bekommen. Und wir haben immer ganz viele Ressourcen hier. Deswegen lohnt es sich eigentlich immer, diese Lichtungen freizuschalten. Ja, und gerade wenn ihr joint, seht ihr, dass die nächste Lichtung freigeschaltet wurde. Diesmal eine kleine Lichtungen enthalten niemals Gefahren. Die sind immer nur mit Ressourcen vollgestopft oder so kleinen Verstecken, wie wir es hier oben gesehen haben. Also Kleinigkeiten, die ganz nett sind. Hier zum Beispiel sind jetzt sehr viele Ressourcen und tatsächlich auch Nährstoffboden, was sehr gut ist, oder Nährboden, was sehr wichtig sein kann für die Nahrungsproduktion. Und jetzt kommen wir auch schon, wenn ihr es sehen könnt, in den nächsten oder den ersten Sturm. Wenn ich jetzt pausiere, werdet ihr sehen, wie auf einmal die Entschlossenheit hier deutlich abfällt. Und zwar, das dauert immer so ein paar Ticks. So, jetzt sehen wir Ticks. Dieser Sturm gibt einen jetzt hier, kann man bei den jeweiligen Rassen sehen, den Effekt, zum Beispiel hier, drohende Finsternis, das ist der Effekt durch den Sturm und das gibt minus 12 Zufriedenheit oder allgemeine Entschlossenheit heißt es hier. Außerdem sind wir mittlerweile bei Feindlichkeitsstufe 2, weil ich halt zwei Holzfäller hier bestückt habe und jeder davon gibt die Feindlichkeit. Das heißt, so wird das Spiel halt immer schwerer, wenn man länger braucht. Dann wird die Feindseligkeit auch durchaus mal auf seine 7 kommen oder sonst was, sodass man gegenwirken muss. Und das kann man machen, indem man hier Holz opfert. So, jetzt könnte ich jetzt zum Beispiel die Feindseligkeit mit einem Klick hier Holz opfern. Das verbrennt sehr viel Holz natürlich und könnte dann die Feindseligkeit wieder auf 1 setzen. Das heißt, ich hätte nur den Debuff durch den Sturm, würde aber jetzt bei Prestige 5 nicht diese ganzen fiesen Extras bekommen, die ich jetzt nicht einzeln durchgehen werde. Wenn ich sehr hoch komme, also die mit den, die viel Feindseligkeit brauchen, sind natürlich immer brutaler, ist ja klar. Das ist ziemlich bösartig. Da sollte man auf jeden Fall auch aufpassen. Ihr könnt jederzeit sehen, wie lange hier die ganze Geschichte dauert. Ihr seht zum Beispiel hier, dieser Sturm würde noch 3 Minuten 40 Echtzeit brauchen. Jede Jahreszeit hat so seine Zeit. Ich glaube, am Anfang ist es, aber ich habe jetzt einen verlängerten Sturm, immer gleich, wenn ich mich nicht irre. Aber der verlängerte Sturm natürlich durch Prestige dauert wesentlich länger. Ist beim ersten Jahr, seht ihr, jetzt muss ich nicht viel tun. Ich kann eigentlich AFK gehen. Ich verbrenne hier zwar schon Holz, was schon lästig ist. Ich könnte aber auch einfach die Holzfäller tatsächlich ausnehmen. Also wenn ihr hier einfach so macht, könnt ihr auch die Feindseligkeit verringern, die nachher wieder einsetzen. Das geht auch mit so einem Hotkeys. Da ist das UI hier auch sehr gut geeignet, euch zu unterstützen. Ja, das wird dann immer schwerer. Jeder Jahresverlauf wird dann härter. Auch vor allem die Bedürfnisse müssen dann irgendwann erfüllt werden, damit die überhaupt positiv in ihrer Entschlossenheit bleiben. Und natürlich im besten Fall wollt ihr schauen, dass ihr Bedürfnisse so weit erfüllt, da gehe ich jetzt nicht drauf einzeln ein, dass ihr zum Beispiel Gebäude baut, die Bildung bereitstellt und so weiter, um die Entschlossenheit so hochzusetzen, dass ihr hier auch Reputation durch diese Zufriedenheit bekommt. Ansonsten, wie gesagt, gerade am Anfang des Spiels, einfach die Aufträge hier erfüllen. Ja, und dann als letztes noch ganz kurz, um die Übersicht komplett zu machen. Wir haben hier immer, wenn wir, ich habe jetzt einfach mal aufgegeben, unsere Ergebnisse haben, dann würden die Belohnungen da stehen, die Taten, die wir errungen haben und die Erfahrungspunkte, die wir zugewonnen haben. Wir haben natürlich jetzt 0 bekommen, weil ich jetzt einfach mal quittet habe, um euch den letzten Punkt noch zu zeigen. Und zwar habe ich ja erklärt, dass es hier ein apokalyptisches Ereignis gibt, das immer einen gewissen Zyklus beendet. Das ist eine ganz kleine Sache, einfach, also ganz klein, um es zu erklären zumindest. Ihr habt hier eine gewisse Zeit, wie ihr seht, diese Zeitleiste. Die ist jetzt schon verlängert, weil ich gewisse Sachen erfüllt habe. Am Anfang ist sie kürzer und habt ihr gewisse Jahreszahlen. Die Jahre, die ihr im Spiel, also in der Expedition verbraucht, werden hier angerechnet. Also je besser oder je schneller ihr seid, da gibt es wirklich Cracks online, die dann innerhalb von ein paar Jahren, sagen wir 2, 3 Jahren, auch diese Supermaps dann beenden. Dann habt ihr natürlich mehr Zeit, um viele Siedlungen hier rauszuhauen und immer tiefer hier weiterzukommen. Zum Beispiel hinten könnt ihr dann so dicke Siegel brechen, könnt bis hier unten kommen. Habe ich noch nie geschafft. Ich bin eher der gemütliche Zocker und habe da immer viele Jahre für gebaut, aber es ist theoretisch möglich, diese Zeit optimal auszureizen. Auch da kann jemand, der eine große Herausforderung suchen, sagt, ich will so viele Siedlungen pro Zyklus haben, sich auch nochmal richtig gut austoben. Wäre also auch eine ganz nette Challenge, die man da haben kann. Und wenn man dann fertig wäre oder die Zeit vorbei ist, klickt man hier auf diesen Zyklus,
Und dann kommt diese schöne Animation. Also erstmal kommt Statistik, wir haben nichts gemacht. Aber theoretisch wäre dann hier alles aufgezählt, was ihr erreicht habt. Und dann käme hier beende den Zyklus. Und dann kommt es zur Apokalypse. Und ihr seht eine schöne Animation, wie dieser Peststurm auf euch zu wallt, auf die schwelende Stadt. Die Königin schützt die Stadt. Und damit fängt das Ganze hier von vorne an. Und so läuft es dann weiter. Ja, und das war grob gesagt das, was es in Against the Storm alles gibt. Ihr merkt sehr viel Zufallselemente, sehr klassische Elemente auch von Roguelite dabei, auch ein bisschen City Builder, wobei es Roguelite dann schon überwiegt. Denn City Builder ist eher durch die Roguelite-Elemente aufgebaut, sodass ihr euch eine Stadt zusammenbauen könnt, die überlebt, die funktioniert und die euch langfristig aber nicht bleibt, wie ihr gemerkt habt. Jede Siedlung geht verloren. Und jede Siedlung gibt euch nur gewisse Ressourcen, um wiederum das Roguelite-Element, also die schwelende Stadt, abzugraden. Das macht ihr immer so weiter mit neuen Bedingungen, neuen Geländemodifikationen, Monumentenmodifikationen, neuen Bevölkerungen, neuen negativen Dingen, also Mali und Boni und andere Lichtungen, die anders aufgebaut sind, die andere Herausforderungen geben und so weiter und so fort. Es ist ein, wie gesagt, extrem fast-paced, also ein sehr schnelles, flottes Spiel, das einen sehr schnell und sehr gut fesseln kann. Und durch seine dynamische Schwierigkeitsstufe auch lange vor Herausforderungen stellt. All diese Gründe sind mein Grund zu sagen, dass das ein Spiel ist, das ihr unbedingt gespielt haben müsst. Wer diese Genres mag und diese Art von Spiel, sollte unbedingt einmal reinschauen und schauen, ob es nicht fesselt und motiviert, da weit vorzudringen. Wenn man Lust hat, kann man sagen, ich mache einen Challenge Run auf Prestige 20, wenn man es bis dahin geschafft hat und sagt, ich will jetzt jede Siedlung in möglichst wenigen Jahren bestehen. Und so weiter und so fort. Bietet auf jeden Fall sehr viel. Natürlich will ich auch wie immer ein bisschen beleuchten, was ist jetzt das, was mir negativ auffällt. Vom Spielerischen finde ich sehr wenig. Es gibt aber natürlich wie immer, wenn man es einmal drauf hat und so in diese Prestigeklassen hineinkommt, natürlich wie immer den Fall, dass ich weiß, okay, dieses Gebäude will ich haben, das ist einfach sehr gut. Mit dem Gebäude will ich starten. Es gibt da auch Variationen, das schon, deswegen ist das jetzt kein Riesenkritikpunkt. Aber es ist natürlich einfach etwas, was einem auffällt, dass man sagt, okay, das Gebäude habe ich noch nie genommen und die anderen Gebäude nehme ich eigentlich immer, sobald sie kommen oder Grundsteine auch. Außerdem natürlich, auch wenn ich immer andere Bedingungen habe und so weiter, laufen der Anfang vor allen Dingen immer eigentlich gleich ab. Ihr baut immer eure Holzfäller, euren Handelsposten, eure Häuser und versucht dann eben einigermaßen gut Gebäude zu kriegen, um hoffentlich schnell loszulegen. Und wenn ihr Pech habt und keine guten Gebäude kriegt, dann dauert es auch länger. Ich habe jetzt hier Anführungszeichen gemacht. Länger heißt dann natürlich ein paar Minütchen länger. Aber es sind natürlich dann so Momente, wo man im ganz frühen Spiel einfach immer gleiche Bewegungen macht. Natürlich habe ich immer ein paar Dinge ausgelassen, man kann nicht alles erwähnen. Aber wie immer sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Like, Dislike, Abo gerne dalassen. Gebt mir eure Kommentare, Feedback, wie ihr vielleicht das Format noch ändern könnt, voranbringen könnt und so weiter. Und dann haut rein.